Hallihallo Freunde und willkommen zurück zu The Town of Light. Wir machen uns auf den Weg in den ersten Stock. Wir suchen nämlich immer noch nach Fenora hieß sie, glaube ich. Nee, Amara. Wie komme ich jetzt auf Fenora? Ich habe keine Ahnung. Spiel verwirrt mich voll und ganz. So, wir müssen in die Abteilung für... Wie hieß das nochmal? Halbruhige Geisteskranke oder so? Wenn zu viel Unruhe herrschte, haben sie alle Türen und Fenster geschlossen. Licht ausgemacht, dann war es stockdunkel. Einige schliefen ein, andere hörten auf, ihre Geister zu sehen. Und es wurde irgendwie friedlich. Boah, halbruhige Panzer. Alter, alleine die Hintergrundmusik oder Geräusch, da kriegst du ja vom Zuhören schon eine Psychose. Ist ja fürchterlich. Ja, hier ist alles zu. Können wir hier was... nee, können wir nicht. Können wir überall nicht draufklicken. Da ist Gerät. Was ist der für Gerät? Hä? Soll das so eine Art Defibrillator sein oder sowas? Oder ein Elektroschocker? Keine Ahnung. Wird sich wahrscheinlich noch im Laufe der Geschichte jetzt so ein bisschen aufklären. Würde ich mal stark vermuten. Ein neuer Waschraum. Oh, was heißt neu? Die Geräuschkulisse macht mich irre. Da kriege ich ein zu viel, wenn das so weitergeht hier. Ich glaube, ich brauche nach dem Spiel erstmal einen Schnaps. Oh, Freunde, Freunde. Kann ich auch nichts machen? Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht hier. Also ich vermute, dass es irgendwo hier ist. Also da oder da. Weil da weist mich die Musik ja so ein bisschen drauf hin, aber... Boah, ey, diese Geräusche. Boah, das ist fürchterlich. Das treibt einem so ein bisschen Gänsehaut. Boah, auf den Rücken. Alle Fenster und die Tür zu. Alle Lampen aus. Wir wollen
Ah, okay. Ah, okay, hat geklappt. Sie haben dir die Zwangsjacke angezogen. Sie haben dich eiskalt abgeduscht. Sie haben versucht, dich mit einer Decke zu ersticken. Sie haben dich am Bett festgebunden. Sie haben mich am Bett festgebunden. Eine Frau ist neben mir gestorben. Sie ist an ihrem Erbrochenen erstickt. Sie war festgebunden, weil sie dauernd masturbierte. Ich höre jetzt noch ihr Röcheln. Ich schrie, aber keiner kam. Alle hier drin waren immer nur am Schreien. Dann sah ich auf einmal diese Puppe. Aber es war nicht Charlotte. Nein, das ist nicht Charlotte. Die Vergangenheit ist jetzt. Die Puppe, der Mann, das Gefühl der Scham. René entfernte sich immer weiter von der Wirklichkeit. Wie kann ich jemals verstehen, was passiert ist? Wie kann ich jemals Amara wiederfinden, wenn ich noch nicht einmal zu mir selbst finde? Oh Gott, das wird echt total abgedreht hier gerade. So ein neuer Brief. Montecuscoli, 12. November 1939. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld, du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. Ein neuer Brief. Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kamen von Mama keine Briefe mehr. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Ach du Scheiße. Ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Sie haben mir alles weggenommen, alles. Sie tun mir so weh, ich bin so allein. Keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Ja, es ist die Frage, was für eine Antwort schreiben wir denn? Oh Mann, das Kratzen im Hals ist schon fürchterlich. Ich nehme mal das hier. Auch meine Freundin, hilf mir, tu was. Du hattest recht, ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Meine Angst ist so groß. Verstehen tue ich kaum was, alles ist durcheinander. So kann ich nicht mehr leben, ohne einen Sinn. Ich kann auch nicht mal mehr weinen. Aber jetzt, wo ich mich zu benehmen... Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Die haben hier auch noch einige kleine Rechtschreibfehler drin. Da sind dann mal, fehlt dann mal ein Leerzeichen oder sowas. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Sie hassen mich. Er hasst mich. Er will mich umbringen. Aber keiner versteht das. Keiner glaubt mir.
Ich würde am liebsten sterben. Abends hoffe ich nicht, mich, hoffe ich nicht mehr aufwachen zu müssen. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? So, was sollen wir jetzt mit dem Brief machen? Ist hier irgendwo ein Briefkasten? Was ist jetzt los? Ah, ich habe eben schon gedacht, das Spiel ist abgeschmiert. aber Schwein gehabt. Jetzt ist hier wieder alles. Ach so, die Tür ist jetzt auf bloß. Ja, jetzt kann ich hier in die anderen Räume rein. Was soll das denn sein? Ist das ein... Nee, ein Fernseher ist das nicht. Ist irgendeine Lampe oder sowas. Hier hinten, glaube ich, müssen wir nicht hin. Ich würde fast vermuten, dass in irgendeinem dieser Räume Antworten warten. So, ich muss jetzt auch nochmal zusätzlich sagen, ich habe schon wieder mal vergessen, diesen blöden Timer einzuschmeißen und weiß daher nicht genau, wie lange ich jetzt schon dabei bin. Aber ich schätze mal so etwa 10, 15 Minuten vielleicht. Werde ich mal so Pi mal Daumen nachher den Feierabend einläuten für diese Folge. Werde ich ja dann danach sehen. Also wir haben ja unserer Mutter gerade den Brief geschrieben und müssen den wahrscheinlich irgendwie jetzt in die Post werfen oder sowas. Oder irgendwo hinlegen. Flashback. Das hier sieht mir weniger aus wie irgendwas, wo Post hingehört. Ist das ein Kackloch? Oder was soll das? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Weil ungefähr da dürfte ja der Hintern liegen. Wenn man auf so ein Ding festgeschnallt ist hier. Hier wohl auch eher nicht. Haben wir? Ach, das sind noch zwei Räume. Hier ist nichts. Ein Raum haben wir noch. Gut, gehen wir mal hier rüber jetzt. War die Tür da vorhin schon auf? Ich glaube nicht, oder? Was hat hier eben geflackert? Das sah mir eben nach so einem Flackern aus hier rechts. Ein Sehtest. Glasaugen. Eine Harry Potter Brille. Hat scheinbar Harry Potter auch hier drin gesessen. Okay, hier kommen wir nicht hinter. Okay, kann kein Schwein lesen. Liegt hier vielleicht irgendwo so ein Ärztebuch oder sowas? Nee, wa? Wo wir uns wieder irgendwelche kranken Bilder angucken können. Jetzt schleppen wir die ganze Zeit diesen blöden Brief durch die Gegend und wissen nicht, wohin damit, oder was? Überall nur Patientenräume. Oh, hier ist eine Dusche. Gut, wir werden wahrscheinlich in der Dusche auch nicht viel mit dem Brief machen können. Aber vielleicht finden wir hier neue Hinweise. Gut, die Fenster kriegen wir nicht auf. Diese ollen Schranktüren kriegen wir auch nicht auf. Na, dann werden wir hier wohl auch wieder falsch sein.
Was mir so ein bisschen auffällt, hier ist überall diese Schlange mit dem einen Auge. Ich würde mal fast vermuten, es soll auch irgendwie symbolisch für irgendwas stehen. Wäre jetzt mal so ganz vage meine Vermutung. Okay, das hier sieht mir doch aus wie irgendein Behandlungszimmer oder Ärztezimmer oder Schwesternzimmer, was auch immer, irgendwas in der Richtung. Kann ich eh nicht lesen. Dann ansonsten kommen wir hier auch nicht voran. Die Schublade geht nicht auf. So, hier ist auch nochmal ein Weg nach draußen. Der ist aber versperrt, so wie es aussieht. Oder nicht nach draußen. Hier ist bloß die Decke runtergekommen. Das ist offensichtlich die Wäscherei, in der die Gefangenen, sage ich schon, die Patienten, wobei der Unterschied hier in dem Fall garantiert nicht sehr viel größer sein dürfte, oder eben kaum vorhanden sein dürfte, die Wäsche gemacht haben. Hier ist aber ansonsten auch schon wieder nichts. Wollte gerade sagen, ist das eine Pizzaschachtel? Was ist das denn? Ah, das ist so eine Außenkarte, wa? Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Die Tür kriegen wir nicht auf. Die auch nicht. Was ist das? Okay. Dann wird es Wenn wahrscheinlich man hier. ins Irrenhaus kam, dann hatte man nicht mehr das Recht, etwas zu besitzen. Die Sachen, die man bei der Einlieferung hatte, wurden eingewickelt und hier verstaut, auch die Kleidungsstücke. Im Falle, dass ich eines Tages wieder rauskomme. Viele, zu viele aber kamen hier nie wieder raus. Ah, okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier irgendwo den Brief reinpacken. Wäre jetzt mal so erste Vermutung. Das hier ist so ein Lagerraum für die ganzen Sachen, die man als Patient hier abliefern musste oder abgeben muss. Kann ich hier raufklettern? Nee. Das Ding rückt sie immer bloß zur Seite, wenn ich draufklicke. Jetzt hier das richtige Regal finden, wo ich den Brief reinlegen muss, oder wie? In der Kartei im Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. Hier irgendwo. Okay, nee, falsch, falsch. Kann ich das wieder zumachen? Ja, ich muss das mal hier wieder zudrücken. So wie ich das mitgekriegt habe, heißt sie ja René. R bis da sieht doch, das sieht doch vielversprechend aus da. Ah. Liebe Mutter, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Deine Tochter René. Dieser Brief hier sieht aus wie ein Brief, den René damals geschrieben hat. Er ist aber nie abgeschickt worden. Warum? Warum wurde er nie abgeschickt?
Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen, Mutter. Sie sagen mir, ich soll stark und geduldig sein, aber ich habe nur Angst und Schmerzen. Und Sie schreiben mir nicht mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Brief wie ein Abbild meiner Seele das zeigt, was ich durchmache. Die Kinder wollen mich umbringen. Alle tun so, als ob nichts wäre, und sagen mir, was ich machen soll. Ich kann das nicht verstehen. Sie hilft mir, aber was haben Sie ihr getan? Können Sie es mir sagen? Werden Sie mir helfen? René. Montefoscoli, 7. Juli 1940. Meine liebe Tochter, ich habe nichts mehr von dir gehört, nicht eine Zeile seit Monaten. Leider habe ich keine Möglichkeit, dich zu besuchen. Es fehlt an Geld für die Fahrt. Erinnerst du dich an Herr Onofrio? Er fährt demnächst geschäftlich nach Volterra. Ich habe ihn gebeten, ob er so freundlich sein und sich beim Herr Direktor nach dir erkundigen könnte. Hoffentlich bringt er, was dich betrifft, gute Nachrichten mit. Schreib mir aber auch. Ich weiß, ich war sehr streng. Ich bitte dich um Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass... Herr Onofrio habe ich eine neue Puppe mitgegeben. Du hast mir gesagt, deine ist weg. Und ich weiß, dass du sie sehr lieb hattest. Sie ist nicht so schön wie deine Charlotte, aber ich hoffe, sie kann dich aufmuntern. Nur Mut, mein Kind. Wirst schon sehen. Alles wird wieder gut. Mama. Montefoscoli, 12. Oktober 1940. Liebe Tochter, ich habe dir zweimal geschrieben und habe keine Antwort erhalten. Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf einen Brief von dir. Herr Onofrio ist zurück. Er hat dir doch die Puppe mitgebracht. Hat sie dir gefallen? Es ist ihm nicht gelungen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen. Dich hat er aber gesehen, erzählte er. Ich bete jeden Tag für dich. Don Gino hat Sonntag während des Gottesdienstes für dich gebetet. Schön, oder? René, ich habe beschlossen, dich nach Hause zu holen. Dem Herr Direktor habe ich es schon geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich gut um dich kümmern werde. Im Moment bin ich krank und kann deshalb nicht arbeiten. Du wirst sehen, bald geht es mir wieder gut, so dass ich reisen kann. Dann komme ich und hole dich. Ich weiß, du leidest sehr. Halte noch durch, bitte. Mama kommt und holt René, nicht? Mama ist lieb, aber ihr geht es nicht gut. Darum ist der Mann gekommen. Die Puppe. René hätte mit ihr spielen und darauf warten können, dass sie kommt. Aber René hat sie nie in die Hände gekriegt. Ist das eine Lüge von Mama? Sie wusste, dass sie René Schlimmes angetan hat und... Nein, nein, Mama ist lieb. Der Mann hat sie mitgebracht. Das ist uns gerade wieder eingefallen, nicht? René hat sich doch geirrt. Die Puppe ist ganz sicher da. Sie ist wohl, wie alles andere, beschlagnahmt worden und hier irgendwo unter Verschluss. Okay, das waren jetzt mal so haufenweise Briefe, die nicht übergeben wurden an uns, beziehungsweise Briefe, die wir geschrieben haben und dann nicht an unsere Mutter geschickt wurden. Also hat sie uns doch noch geschrieben. Es ist nur nie bei uns angekommen, ja. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich diese olle Puppe suchen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier erstmal den Cut. Wie gesagt, ich habe vergessen, den Timer einzuschalten. Ich weiß nicht, bei wie vielen Minuten wir jetzt gerade sind. Das sehe ich auch erst gleich in der Aufnahme. Aber ist egal, soll das Problem nicht sein. Trotzdem vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.